Am besten nicht so wie gerade, sondern eine, die man befahren kann mit dem Auto, ja? Fundamente, wo man sofort runterfliegt, wenn wir Scheiße bauen. Ja, genau so eine. Viel besser. Warte mal kurz. Ich baue die da unten. Ich könnte ja mal dafür sorgen, dass ich dann genügend Ressourcen habe zum Bauen, ja? Ja. Überlebe ich Sollen wir das? den auch übertakten dann? Moment, ich überlege gerade, ob ich das überlebe. Was willst du übertakten? Den zweiten Kohlegenerator dann auch? Ja, warum nicht? Macht viel mehr Strom dann noch. Ja, dann hole ich mir mal Zeug. So, dann mal gucken. Wo hab ich das denn? Ich würde echt nicht drüber gehen, wenn die Plattform da sind. Und nicht, wenn die noch im Bau sind. Nachher falle ich runter und ich habe ein Problem. Ja, gut, ne? So. Das haben wir. Ich will sicher gehen, dass wir hier das alles überleben. Das wäre schon gut, ja. Wir brauchen einen Kohlegenerator. Wir brauchen einen Miner. Kabel habe ich. Okay. Haben wir noch einen modularen? Nein. Kannst du überfahren? Naja, ich sammle erstmal Ressourcen. Denn die Brücke steht. Was macht man denn mit einer gelben Elektroschnecke? Weil keine Ahnung. Für die Energiefragmente braucht man nur die grünen. Ich hab noch was gefunden. Ich will gerne mal wissen, wie viele Dinger da sind. Summer Slope. Was immer das ist. Das ist doch bestimmt noch irgendwo eine Elektroschnecke. Schnecke. Keine Schnecke. Okay. Also die Waffe ist geil. Ich komme mit der wunderbar zurecht. Richtig wunderbar. Ja. Aber nur ein Schuss, ne? Ja, egal. Ah, ich sehe noch einen Elektroschnecke. Aber wieder auf der anderen Seite. Ach, da ist auch noch eine. Cool. So, ich hätte jetzt soweit, ich weiß was alles, oder? So, dich erledige ich auch noch da hinten. Ja, da mal Stapel brauchen wir. Ach, warum hast du gesagt? Inwiefern? Hast du noch irgendwas gerade gesagt, wir brauchen noch und dann keine Ahnung, oder hast du irgendwas anderes gesagt? Ich habe nur gesagt, wir haben jetzt Fördermaststapel aber auch schon. Achso, wirklich. Was ist das hier? Katerium-Erz. Braucht man später, soweit ich weiß.
Ich gerne mal wissen, wofür. Wollte ich denn gerade den Punkt zum Abbauen? Nein, mal gucken, ob ich hier 50 von kaputt kriege, was da passiert. Ich glaube nicht, dass ich die Felsen hier kaputt kriege. Ne, irgendwie nicht. Dadurch auch nicht. Aber ein Versuch war's wert. Ist nur die Frage, wie kommen wir wieder zurück? Hm. Du hast da so weit unten gebaut, oder? Ja, aber direkt so, dass wir direkt auf der Ebene sind, wo du hin willst. Jo, passt. Kommt der Wagen gut da drüber? Ich fahre nicht drüber. Achso. Gehe drüber. Was liegt denn hier für ein Erd? Kupfererd. Ja, wo bist du denn? Achso, da. Hi. Wo bist denn du? Oben. Hier ist Kupfererd in der Ecke. Ah, cool. Ja, hab ich. Aber nur ein Stück, ne? Also ein bisschen. Ja, mal gucken. Mal gucken, was das Signal ist. Ja, das war alles. Aber hier ist noch was. Guck mal. Michi? Hallo? Ich komme. Bin das Eingang? Geh mal gucken, was da ist. Muss ich mir Sorgen machen? Nein. Boah, pass, dass du dich festpackst. Sehe gar nichts, was ist denn da? Ja, genau. Ah, guck mal, was da hinten ist. Fällt mir, was man da sieht. Ich sehe nichts. So, ein Kohlegenerator. Jetzt habe ich die Energiefragmente nicht gebaut. Fallen. Ich hätte noch zugeworfen. Weißt du, was jetzt richtig behindert wäre? Wenn das so aufgebaut wäre wie in Fortnite. Wenn du jetzt bei dir die Brücke einfach wegnimmst, die ich gerade baue, und einfach Stück für Stück auflöst. Das wäre doch schön. Okay, ich kann noch eine Plattform setzen, dann ist Schluss. So. Komm her, Schneckchen. Das passt. So. Ich kriege gerade einen Anruf rein. Ich bin jede Sekunde wieder da. So, ich bin wieder da. Ach, weißt du, was das Beste ist? Nee. Wenn du absprichst, bitte melde dich, wenn du losfährst. Damit ich genügend Zeit habe, um irgendwas an die Wege zu leiten. Und wenn es dann heißt, auf einmal, ja, ich bin in 10 Minuten da. Ja, ist doch perfekt, ne? Das ist ein bisschen scheiße.
Also ich habe jetzt noch, ich sag mal, 5 Minuten zum Aufnehmen circa. Ach, du hast schon gerade die Verbindung, okay. Ist schon fertig, ja. Ist schon angeschlossen? Ja. Ach, scheiße. Also er müsste laufen, läuft er? Ich weiß gerade, ich bin wieder weggelaufen. Kannst von hier oben nämlich gerade nicht. Ja, doch, läuft. Also, ja, aber das andere Teil ist rot, oder? Ah, ne, jetzt läuft. Ist grün. Läuft, ne? War noch keine Kohle da. Okay, dann baue ich noch 3 Energiefragmente, die können wir dann auch noch zum Übertakt nehmen, ne? Kommst du da gerade ran? Ich habe da eine Energieschnecke gesehen, da hinten in der Ecke irgendwo, aber die hole ich mir später. Jo, ich finde das natürlich auch einen Weg zurück nach Hause. Ja, wir haben noch genügend, glaube ich. So. Wir haben noch 3 oder 4. Hopp. Und ab. Oh. Also um Energie brauchen wir uns, soweit ich weiß, keine Sorgen zu machen. Ja, erstmal nicht. Und ich bin wieder zu Hause. Wir haben aktuell 6 Energie. 6 Elektroschnecken. Zähl nochmal nach. Nicht 3. Zähl nochmal nach. Ich habe 6 bei mir im Inventar. Wir haben noch mehr dabei. Dann ist gut. Ich habe 3 gerade produziert, 3 so. Energiefragmente. Die müssen wir noch hier kommen, alles lagern. Dann würde ich noch die Platte wieder loswerden. Wir könnten noch mal einen Kohlegenerator komplett über. Oh Gott. Also, um Energie wirklich im Moment keine Sorgen zu machen, aber das geht schnell, wenn wir richtig viel bauen. Das geht auf jeden Fall richtig schnell. So. Aber wir haben auf jeden Fall Puffer. Den will ich noch los. Ach, das ist wieder ein anderer Stein gewesen. Ach, toll. Haben wir mittlerweile wieder 1000 Kupfer, bitte? Ja. Weiß ich nicht, musst du schon. Haben wir. Haben wir noch Kabel? Die Elektroschnecke, die wo du dich hingebaut hast, hast du schon mitgenommen, ja, oder? Aber du hast noch eine andere gesehen, oder? Ja, ganz weit in der Ferne. Du müsstest jetzt aber genau suchen, ich habe die nur aus dem Augenblick gesehen. Ich weiß nicht genau, wo die lag. Da, wo du dich hingebaut hast, oder? Möglich. Nee, nicht wo ich mich hingebaut habe, ganz woanders. Was soll ich mal für die Rotoren? Schrauben und okay. Ich probiere ihn doch gerade fertig zu bekommen. Ja. So, auch komplett übertaktet. Damit haben wir jetzt eine Auslastung von. Will ich das wissen? Sagen wir mal. Sagen wir mal so 30%, ja. 30-40% aktuell. Unsere Auslastung. Ist okay, oder? Auf jeden Fall. Ja. Ich gehe davon aus, dass man die sogar noch ein bisschen. Vielleicht hätte man noch einen zweiten Kohlegenerator bei einer Kohlemine bauen können. Das weiß ich nicht. Was hast denn du für einen Meilenstein schon wieder? Warte, ich muss kurz mal gucken. Achso, ja, wo habe ich hier gerade geholt? Das ist hier Fortschritt. Okay. Weiß, was du gesagt, du möchtest jetzt eher auf Übertaktung umzugehen, aber. Übertakten reicht ja jetzt erstmal. Also, mein Projekt wäre jetzt als nächstes, wir bauen uns in die Luft. Mhm. Also, zumindest schon mal die. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall nochmal Beton. Ja, es geht mir im Moment eigentlich nur um die Fundamente erstmal. Ja. Und danach schauen wir mal, wie wir das alles verlegen. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist Kupfer. Wir haben langsam Kupferprobleme hier hinten. Dann würde ich eher vorschlagen, bevor wir uns in die Luft bauen, bauen wir noch eine komplette zweite Kupferschiene auf. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wäre tatsächlich klüger. So, was wollen die da haben? Stahl haben, den modularer Rahmen. Wie baue ich den? Verstärkte Platten brauche ich dafür, okay. Verstärkte Platten. Jetzt sind wir eigentlich mit der Forschung. Im Stufe 3 schon fertig? Ja, schon vorhin erwähnt. Vielleicht sollte ich zuhören. Sterbproduktion. Komm, den Rahmen kriege ich noch fertig. Bis hier haben sie noch zum Teil auf Deutsch übersetzt und jetzt nicht mehr. Okay. Wie viel brauche ich für den? Ich habe gar nicht gezählt, wie viel ich jetzt dafür brauche. Schwerer modularer Rahmen kann man jetzt freischalten. Mal sagen wir 20 Stück. Gießerei, was? Braucht man denn hier eine Gießerei? Hm.
Okay, ich brauche einige davon. Oh nein, wir können quasi ein MK2 bald bauen, ne? Oh Gott. Der produziert wahrscheinlich doppelt so schnell oder so. Oh Gott. Schalten wir jetzt mit dem Meilenstein frei, wenn wir den noch hinbekommen. Ja, bis auf das Kabel. Kabel haben wir ein Problem, es sei denn, du hast noch Kabel bei dir im Lager oder so. Ich habe 2 Kabel bei mir dabei. Ja, gut. Ich glaube, das hilft aber nicht. Das hilft nicht wirklich. Aber bei mir das Telefon auch nicht, Moment. So, dann nochmal hier Rohre. So, versteckte Platten. Habe ich Rahmen schon gebaut? Ne, ich habe gar keinen Rahmen gebaut. Okay, ich kann die, genau, fertig. Juhu. Oh Gott, das zieht sich so in die Länge, ne? Rahmen sind fertig. Amen. Fehlt nur noch Kabel. Wie viele brauchen wir? 200. Ach, Kacke. Das reicht nicht. Das reicht noch lange nicht. Gucken, ob ich da irgendwo Kupfer habe. Vielleicht habe ich ja noch welches hier gerade in der Kiste abgelegt. Das ist ja auch möglich. So, das haben wir. Einer mit. Da ist leider kein Kupfer drin, so eine Scheiße. Da, die Muni behalte ich. Gut, dann tue ich die Rohre wieder zurück. Das habe ich gesehen. So, da wäre ich wieder. Also ich habe im Moment jetzt 170 Kabel. 170? Schmeiß die rein, dann haben wir es. Achso, du brauchst immer so. Ja. Drück du mal. So. Mensch, das geht ja hier wie am Fließband heute. So, verbessert der Nahkampf oder Logistik? Lass mich kurz selber reinschauen, Moment. Was macht man denn? Ein Xenobasher, der ist natürlich für Nahkampf schon gut und wir haben 5 Inventory Slots mehr, ne? Ja, Nahkampf. Schon ausgewählt. Egal. Das ist ja nochmal, außer Kupfer ist noch mehr. Scheiße. Ja, lass mich die Kabel noch zu Ende machen, ich habe schon 118 Kabel. Ja gut, kannst du gerne machen, nur langsam. Wann musst du? So? Jetzt. Okay. Dann, ich schlag mal vor mein Leben auf. Komm an 169 so. Kabel. Gut. Dann warte, dann ich muss noch meine Hand wieder entleeren. Natürlich wollte ich so wieder zurück ins Inventar. Ich will lieber gar nicht fragen, warum, aber egal. Was warum? Nicht. Wir können eine gelbe. Egal. Wir können eine gelbe Elektroschnecke erforschen, ne? Und wenn du nach Katerium erst hast, können wir auch das erforschen hier in unserem Scanner. Komm schon. Wir haben auch nur eine gelbe Elektroschnecke, aber erforsch die trotzdem. Ja. Das nenne ich das. So, geht doch. Katerium. Ja, das können wir erst gleich, ne? Also. Perfekt. Gut. Dann würde ich sagen. Dann geht es in wenigen Stunden für uns beide weiter mit der nächsten Session wahrscheinlich, ne? So ist es. Oh Gott. Ich meine, wir haben ja kein Leben und so, ne? Hä? Was? Haben wir das nicht? Das ist doch hier. Stimmt, ne? Ja gut. Ja, genau. Also bis. Was? Auf jeden Fall was? Bis zur nächsten Session. Genau, bis zur nächsten Aufnahmesession. Bis dann. Ciao. Ist eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die 2 Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Ja. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Oh mein Gott!